Definitiv nicht. Das ist die Revolution. Hier ist wieder mal das Richtige, nicht das touristische Kuba. Fuegos, melde mich angekommen in meiner letzten Station auf der Kuba-Reise. In einer Woche werde ich schon in Mexiko sein, aber diese Stadt, die wurde mir noch empfohlen. Mal schauen, was sie zu bieten hat. Ja, das Rathaus macht schon mal was her. Hier vorne ist eine Einkaufsstraße, die ich gerade lang gelaufen bin. Die typische Kathedrale am Hauptplatz. Übrigens reichlich leer hier, ne? Wenn man das mal mit dem Gewusel in Kolumbien vergleicht oder in Bolivien oder in einer anderen Stadt, in einem anderen Land, ist es hier entspannt ruhig. Hey, sogar perfektes Wetter. Nicht zu kalt, nicht zu warm. Teatro Tomas Terry, muss ich den kennen? Ja, das ist doch auch hübsch hier. Gestärkt vom Mittagessen sehe ich mir jetzt mal den Strand an, oder zumindest den Hafen. Jetzt schaut erstmal dieser Baum. Na, es sind mindestens zwei. Aber ey! Gigantisch und es ist bis weit hinter mir. Krasse Teile. Also ich kenne ja diesen Stil auch aus Paraguay oder so, oder? Aber nicht so groß. Die ganze Mauer ist hier in Baum eingewachsen. Ja, okay, also das ist der Malecón. Malecón, das ist so die Straße am Wasser. Also Strand ist das definitiv nicht. Ja gut, aber zum Sitzen von einer Raucherpause reicht das allemal. Und selbst hier kriege ich das Teil nicht ganz drauf. Haben jetzt 17 Uhr. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dann hier später was los ist. Beim Tropisur Kabarett. Mit Münztelefon. Habt ihr hier überhaupt Münzen? Zeichen sind. Sieht ja für mich fast aus wie ein Anker. Das sind dann die Casa Particulars.
Hier steht es ja sogar drüber. Hostal, Hostal Colonial. Und ich habe das hier. Das kleine Gelbe. Ja, und so wohnt man dann hier. Übrigens genau gegenüber von dem Parteikomitee. Das ist die Revolution. Cienfuegos, so heißt die Stadt, für mehr Siege. Ja, ich habe schon genug gewonnen. Der Boulevard mal von oben. Hab hier ein Restaurant mit Aussicht gefunden. Ja, Vorspeise müsste ich zurückgehen lassen. Hab gebratene Kichererbsen bestellt und nicht gebratene Kichererbsen mit Tierkadavern. Stand auch nirgendwo auf der Karte, sag ich. So Freunde der Nacht, so aber nicht, ne? Hier. Rona Nora. Donja Nora. Ja. Oh, aber Aussicht ist doch hübsch, ne? Hauptsache mit einer Antenne oben drauf, das schöne Palästchen. Kubanische Party heute Abend. Hier geht es ja üblicherweise immer erst so total spät los. Aber ist dann auch direkt vorm Apartment. Naja gut, nicht ganz in Hörreichweite. Kann ich dann eben schön nochmal in 2-3 Stündchen vorbeikommen. Uhr 20:30, keine 3 Stunden später, und das war's schon wieder. Ja, das war dann ja mal ein gelungenes Fest. Fangen doch sonst immer alles erst so spät an. Ja gut, also nichts verpasst. Und wenn du denkst, die haben hier schon alte Autos auf Kuba, ja, mit dem Ford hier legen sie immer noch einen drauf.